Meine Damen und Herren, willkommen. Mein Name ist Karim Musa. Ich bin hier mit Roman Reinhardt und David, unter anderem Sexuell Sus Hesse. Wir sind heute Abend hier in der Pressekonferenz. Und ja, wir werden den Jahresrückblick bisschen revidieren lassen und aus neue Jahr 2024 schon. Und dann würde ich mal an unseren sehr gut aussehenden Moderator übergeben. Herr Reinhardt, wie geht's Ihnen denn so? Mir geht's super. Sehr schönes Intro, Karim. Ich glaube, du Vielen hast jetzt schon ein Dank. bisschen was vorweggenommen. Wir wollen euch ein bisschen abholen, beziehungsweise uns euren Fragen stellen, wie das Jahr so verlaufen ist, und euch einen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr geben. Das ist das. Ich sehe schon, Elias ist auch im Stream. Ja, das ist das, was wir mit euch mitgehen wollen. Wir haben es schon eine Weile her, dass die letzte Pressekonferenz stattgefunden hat. Deswegen, ich denke, einige Fragen sind angefallen. Ihr könnt gerne alles raushauen. Wir werden fast alles beantworten. Und darüber hinaus werden wir euch so ein bisschen unseren Fahrplan fürs nächste Jahr geben. Yes. Ich bin auch dabei. Ich habe Karim mal das Feld überlassen beim Intro. Er wollte unbedingt. Das ist übrigens unser Moderator, Genau, Phil. Philipp, heute im Off, heute ohne Kamera. Genau, sieht einfach schöner aus. So gesagt. Wir Einer fragt, wo haben. deine Cam ist, Phil. Nein. Wir haben unsere Partner gefragt oder die Möglichkeit gelassen, Fragen einzusenden. Natürlich hattet ihr auch die Chance, eigene Fragen auf Social Media, auf Instagram und Twitter zu stellen, aber natürlich auch heute Abend nochmal während der Pressekonferenz hier eigene Fragen reinzuschreiben, auf die wir dann eingehen werden. Und ich würde einfach mal starten. Die erste Frage oder die ersten Fragen kommen von The Hots von 1HP, kennt ihr alle. Erste Frage speziell an Krimbo. Es wird immer gesagt, dass du die Zukunft von Big bist und man auf dich baut. Wie ist es für dich, dass so viele Augen auf dich und deine Zukunft gerichtet sind? Du hast zweifellos deinen Bruder bei XP&XD verfolgt. Was hältst du von seiner Entwicklung und wünschst dir eines Tages zusammen mit ihm in einem Team zu spielen? Genau. Ja, ich kann ja erstmal mit dem ersten Teil der Frage anfangen. Also, für mich ist es auf jeden Fall eine Ehre, diese, sag ich mal, mit mir, sag ich mal, Big und mir gemeinsam dieses Vertrauen, beziehungsweise diese Loyalität zu teilen, dass sie an mich glauben, dass ich an sie glaube, an keiner Entscheidung zweifle, die sie tätigen, so wie andersrum natürlich. Es kann natürlich für den einen oder anderen so sein, wenn, sag ich mal, viele Augen auf einen gerichtet werden, beziehungsweise wenn man so ein Vertrauen geschenkt bekommt, dass es auch, sag ich mal, eine große Last auf einem ist. Für mich persönlich muss ich sagen, also ich dieses, das vollste Vertrauen einfach genieße, sag ich mal. Ich immer mein Bestes tue, sei es auf dem Server, sei es außerhalb dem Server. Und ist sozusagen. Es wird natürlich, sag ich mal, viel erwartet, aber ich krieg nicht das Gefühl, dass es, sag ich mal, irgendwie gepressured werde, es tun muss. Natürlich erwarte ich das von mir selber. Aber genau, das ist halt, ich es halt in vollen Zügen genieße. Ich weiß nicht, wenn du vielleicht noch da was sagen möchtest, Roman. Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ne? Also ist jetzt, Karim kennt ja auch meine Einstellung. Karim ist für uns ein absoluter Keyplayer. Er ist aus meiner Sicht die Zukunft von Big und ich freue mich, dass wir den Weg weiter gemeinsam gehen. Ich glaube, da steckt halt nicht nur das Spielerische dahinter, sondern halt auch, das ist eine ganz klare Charakterfrage und ich denke, dass das in den jungen Jahren halt eine schwierige Entscheidung ist, einen Vertrag zu verlängern. Und auch wenn man weiß, dass man auf dem Markt interessant ist. Und ich glaube, Karim weiß, was er an uns hat. Wir wissen auf jeden Fall, was wir an ihm haben. Und ich freue mich einfach auf die Zukunft. Und ich denke, oder ich bin davon überzeugt, dass keiner, der den Vertrag bei uns verlängert, das bereuen wird. Und nicht nur spielerisch, sondern halt auch von dem Ganzen, was drumherum passiert. Kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass es bei Big auf jeden Fall anders läuft als bei vielen anderen Organisationen. Und das wissen unsere Jungs auch. Und das ist sicherlich ein großer Grund gewesen, warum
viele unserer Spieler jetzt die Verträge verlängert haben. Und ja, um es abzuschließen, ich bin einfach froh und glücklich, dass wir den Weg gemeinsam weitergehen. Aus meiner Sicht wird Karim in naher Zukunft das Gesicht von Big halt prägen. Das tut er jetzt schon, aber nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und das ist im Prinzip das, was wir auch schon geschrieben hat, ich in mein Statement niedergeschrieben habe. Und das ist immer noch der gleiche Stand. Ja, und zu dem zweiten Teil der Frage, na, also natürlich ist natürlich, sag ich mal, ein Traum, wenn man mit seinem eigenen Bruder zusammenspielen kann in einem Team irgendwann mal. Ich muss sagen, er ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg dahin und ich unterstütze ihn natürlich da auch, wo ich kann natürlich. Ich muss sagen, ich könnte mir gerade keine andere Sache, Organisation, sage ich mal, in dem Sinne einfach vorstellen, wo er besser aufgehoben ist, als er gerade ist. Also das, was Lens und Experion da zusammen auf die Beine gestellt haben, ist auf jeden Fall sehr krass. Den Support, den sie haben, sag ich mal, von Coaching-Team auch her und auch sehr erfahrenen Spieler und auch sehr guten Freund mit Jansen als Team-Captain da, der sozusagen die, sag ich mal, die Jungs an die Hand nimmt. Und ja, also auf jeden Fall ist natürlich ein Traum von mir, sowieso. Zu dem Thema vielleicht auch noch mal kurz was. Also man kriegt das ja immer nicht so mit, die Leute hinter diesem Projekt, also bei Lenz. Lenz ja, hundertprozentig. Ist ja bei uns in der Öffentlichkeit und da weiß jeder, dass er ein großer Teil dieses Projektes ist, aber gehören noch ganz viele andere dazu, auf jeden Fall. Ein ganz wichtiger Part ist zum Beispiel halt auch der Geschäftsführer vom Xperion, der Basti, und der bringt halt auch so eine neue Motivation, neues Leben mit in die Szene, mit seinen Projekten und mit dem Experience, die jetzt schon offen sind, und mal gucken, was da alles noch kommt. Denke ich, ist ein riesen Mehrwert für die E-Sport-Szene und dass er halt junge Talente, Teams auch fördert in dermaßen, das ist ein riesen Mehrwert und ich denke, da werden wir in Zukunft viel auch miteinander zusammenarbeiten und er wird halt auch viel für die Szene tun. Es ist halt immer schön, Leute zu haben, die gleiche Leidenschaft teilen, und das geht genau in die Richtung. Da hat Karims Bruder jetzt auch eine sehr gute Chance und ich denke auch, es ist ein sehr, sehr guter Ort, wo er gerade ist, und ja, dort kann er sich gut weiterentwickeln. Sehr schön. Eine Frage an Prosis, auch von Nerds. Du bist jetzt seit einem, ja, knapp einem Jahr im Main-Team. Wie war die Experience für dich bisher? Beschreib das gerne einmal, und was hat dich am meisten vielleicht auch überrascht vom Umstieg im Academy-Team zum Main-Team? Das, was sich am meisten geändert hat, ist auf jeden Fall das Niveau einfach. Ich meine, so ist es nochmal ein Unterschied, wenn man mit Academy Tier 3 2 so spielt und dann halt einfach Tier 1 spielt. Das Niveau hat sich sehr stark verändert und generell auch mein Leben. Also seitdem ich auch im Main Team bin, lebe ich doch aktiv in Berlin. Und ja, also eigentlich sind das so die größten Dinge. Spielniveau hat sich deutlich erhöht und ich lebe jetzt auch hier. Ja. Okay. Cool. Dann vielleicht eine Frage an Roman, auch von der Hotz, die vorletzte tatsächlich. Genau, wie siehst du das oder wir generell? Langfristiger Plan für Academy, ne? Big hat so in den letzten Wochen, Monaten gezeigt, dass es ein Herzstück der deutschen Szene ist, auch das Academy-Team. Wie siehst du da auch die jüngste Entwicklung und auch bezüglich des Endes der ESL-Meisterschaft? Also grundlegend habe ich ja schon oft gesagt, ne, also das wird immer so differenziert betrachtet, das Academy-Team und das Main-Team. Im Prinzip ist das Academy-Team dafür da, dass wir unsere eigenen Talente ausbilden können. Ich denke, das ist wichtig. Wir müssen da halt, sind da auch, glaube ich, mit einigen anderen Teams Vorreiter. Du siehst, dass der Trend immer mehr dahin geht. Bisschen diese Kritik, dass der Altersdurchschnitt, das kam ja auch von Hotz, etwas hoch ist, gebe ich Ihnen recht. Das war damals durch das Academy-Konzept von WePlay, war das etwas reglementierter, was sicherlich auch Sinn macht, seitdem diese Grenzen so ein bisschen aufgebrochen sind. Hat sich das ein bisschen geändert. Wir denken auf jeden Fall auch darüber nach. Das ist ein Punkt, der sicherlich einer ist, worüber man nachdenken muss, weil im Endeffekt geht es um Talente. Wir
bleiben im Kern, das ist unsere Philosophie, das haben wir schon oft erwähnt, sowohl im Main-Team als auch im Academy-Team, werden wir immer einen deutschen Kern haben und darüber hinaus halt schauen, welche Charaktere zu uns passen. Also wenn wir mal internationale Talente holen, dann müssen die in ein bestimmtes Profil passen. Die müssen erstens alterstechnisch passen und zweitens halt auch mit der Philosophie von Big Eye einfach mitgehen. Ja, wir werden das Projekt immer weiterführen und das geht genau in die Richtung, die wir uns vorstellen. 100%. Also wir kommen ja auch aus der Schule, sag ich mal so. Und das ist eigentlich alles gesagt. Ich muss so lachen, sorry, weil einer im Chat geschrieben hat, wie viel Geld kriegt Prosus, der hat nicht mal einen Fernseher vorm Bett. Dafür gibt es Laptops. Und, muss kurz schmunzeln. Eine Frage hätte ich von Twitter, von Kenobus15, hat geschrieben, wie gut läuft es insgesamt mit Mantu, was Team Chemistry angeht? Hat er sich gut ins Big-System eingefunden und verbringt ihr auch außerhalb der Practice-Zeit miteinander? David, Karin. Du ja mal einschreitenden willst, David? Also generell mit Matti läuft es sehr gut. So, also er ist einer der nettesten Menschen, die ich so kennengelernt habe in meinem Leben und auch ein sehr sicker CS-Spieler. So. Also läuft alles sehr gut mit ihm. Ja, okay, also man hat sich auf jeden Fall direkt von Tag 1 verstanden. Das ist ein sehr offener Typ, sehr, sehr lustiger Typ. Fast noch nie gesehen, dass er mal irgendwie schlechte Laune hatte oder so. Und Davids Antwort, 3 von 10, Alter, ich muss den Tisch ausmachen. so außerhalb des Spiels auch. Also, als er hier im Bootcamp war, sind wir zusammen zum Beispiel zu Fatih gegangen, alle. Und die Jungs, also ich nicht so viel, aber die Jungs spielen vor allem gerade sehr viel UFC. Das hat Matti auch eher mehr so reingebracht und nach den Practice sehr oft zu Fati gegangen, zusammen UFC gezockt, bisschen gechillt zusammen. Also die Team Chemistry ist wahrscheinlich, hatte ich auch mal im Interview davor gesagt, ist wahrscheinlich gerade so gut wie noch nie. Und dazu kommt es halt auch noch, dass er halt auch auf dem Server seine Leistung abliefert und es macht auf jeden Fall sehr Bock. Freut mich. Roman, noch was von außerhalb, oder? Ja, außerhalb. Ich bin ja da auch ziemlich eng dabei, ja. Aber ich denke auch, also Matti passt perfekt zu uns, ist ein Charakter, der, also Karim hat schon ganz gut beschrieben, also er ist halt eigentlich immer positiv, ne? Also auch wenn es mal nicht läuft, lässt er sich nicht runterziehen. Und ist halt von Grund auf eigentlich so ein Charakter, der ihn immer zum Lachen bringt und immer einen lustigen Spruch auf den Lippen hat, immer freundlich, nett zu all seinen Mitmenschen ist. Also er ist ein super Kerl einfach, ne? Und den Rest hat der Karim gerade schon, er hat sich super eingegliedert in das Team, unternimmt viel mit den Jungs und ist halt ein fester Bestandteil des Teams. Also was das angeht, haben wir auf jeden Fall ein gutes Los gezogen mit ihm. Aber es war uns vorher auch schon bewusst. Wir haben viele Gespräche mit ihm geführt und gucken da schon immer ganz genau, wer passen könnte und wer nicht. Aber manche Sachen erfährt man dann doch halt erst ein bisschen später. Ja, aber war halt auch gut, dass wir das hier noch hatten. Und der damals, also immer noch ein sehr enger Freund war, auch als er nicht aktiv war. Und ihn auch damals im Team gespielt hat und ihn halt sehr gut kannte und er auch vor allem wusste, auf was man sich einlässt. Und es war auch so ein Bonuspunkt natürlich, sag ich mal, dass man ihn da hatte und dass es einfacher war, ihn so mäßig zu integrieren, sag ich mal. Ja, definitiv. Kurze Zwischenfrage von Sorox im Chat, wie lange leidet ihr noch unter dem Video? Ich nehme mal stark an, dass es das Pizza Hut Tasting Video war. Ist der Brand langsam raus? Also ich muss sagen, ich hatte 10 Stunden später immer noch Bauchschmerzen. Also es war, die letzte Soße war echt gottlos scharf. Also die erst bis 100.000 Scoville war alles absolut easy, aber ja, die Alter. Soße hat mich auseinandergenommen. Ich glaube, da kommt vielleicht auch was mit David bald. Aber bei mir ist noch nicht so viel verraten. Der hat selber schon geleakt.
Ja. Das ist gerade selber schon geleakt. Genau, aber es wird auf jeden Fall weitere Episoden geben. Wir haben die Soßen auch mit zur Weihnachtsfeier genommen. Ich habe es dann auch bereut. Ja. Ich auch. Ja. Echt? Welche habt ihr probiert? Die 200.000er. Habt ihr die? Ich kann noch eine sagen, oder? Ja, ja. Die Witwe. Die ist gefährlich. Die ist sehr gefährlich, obwohl die auch, ne, quote unquote, nur 200k hat. Die ist irgendwie so ein bisschen chemisch, schmeckt die. Gift. Okay, ja. Back to topic. Frage an dich, wahrscheinlich Roman Betonhand. Faven, back to Spout, wie sieht seine Zukunft aus? Das war eine Frage. Update. Klar. Ja, es gibt einige Interessenten für Josef. Wir sind im Austausch, wir haben viele Gespräche geführt. Also ich will da auch ganz offen und ehrlich sein. Bis jetzt gibt es noch nichts Konkretes, beziehungsweise es ist nichts unterschrieben oder sonst was. Und es gibt immer noch die Option, dass er auch bei uns bleibt, was durchaus auch möglich ist. Josef ist ein super Spieler, er ist ein großes deutsches Talent immer noch, der so ein bisschen in so einer Findungsphase war, auch aus mit seiner Familie. Ich glaube, ihnen hat das ganz gut getan und wir werden sehen, wie es weitergeht. Also es gibt wirklich noch nichts Konkretes, von daher kann ich dazu jetzt nicht mehr sagen, als das, was ich jetzt getan habe. Wir sind dran. Wir sind dran und andere auch. Ja. Und dann noch Follow-up-Frage von Betonhand, anderes Thema. Generell Entwicklung, Main-Team, wie zufrieden vielleicht Roman bist du? Und gibt es Ziele oder bestimmte Ziele, die 2024 erreicht werden sollen? Wir sind natürlich jetzt, wie sich jeder vorstellen kann, sehr zufrieden. Also ich glaube, das Jahresende hätte jetzt nicht besser laufen können. Wir haben gute Teams bei den Turnieren, die wir gewonnen haben, jetzt geschlagen. Wir haben uns für die CCT-Finals nächstes Jahr qualifiziert. Wir haben uns für das Yalla-Event qualifiziert. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wo es sein wird, aber Yalla, Habibi. Wahrscheinlich in Riad oder Dubai, sowas in die Richtung. Das sind sehr, sehr gute Meilensteine, aber wir haben natürlich viel Arbeit vor uns. Also gerade jetzt müssen wir weitermachen. Es stehen unheimlich wichtige Events vor uns. Wir spielen in Katowice, wir spielen um den RMR-Qualifier. Wir sind für den Close-Qualifier qualifiziert. Wir haben die Blast Groups im Januar. Also das Jahr fängt turbulent an und das ist halt wichtig, dass wir dafür halt gewappnet sind. Aber wir sind auf einem guten Weg. Die Jungs haben sich super entwickelt. Es ist genau das eingetreten, was wir erwartet haben. Es hat halt ein bisschen gedauert. Ich denke aber, das ist ein Prozess, den man einfach durchlaufen muss. Und von daher sind wir sehr zufrieden und wir sind gewappnet fürs nächste Jahr. Sehr gut. Genau, du hast es auch kurz angesprochen. Enorm dichter Turnier- und Matchplan ab Januar. Ich glaube, ihr steigt auch relativ früh wieder ins Training ein. Macht dafür auch ein paar Tage früher jetzt Schluss und Weihnachtspause. Playbreak einen Monat ist nicht mehr wirklich. Das ist ziemlich unrealistisch bei dem Turnierkalender. Genau, und dann stehen eben auch interessante Sachen an, wie eben Blast, Katowice, Major Planes. Da kommt einiges auf euch zu. Sledgehammer hat eine bisschen spezifische Frage, auch von Twitter. Es wird hauptsächlich Ancient und Vertigo gepickt. Bleibt man bei den zwei Maps, bis die Gegner da mithalten können oder kommt oder übt man eine dritte Map ein? Über die Korrektheit dieser Frage kann ich nichts judgen, weil ich einfach nur genau. Ja, also dass wir mehr tendieren, diese Maps zu picken, das sieht man ja auf LTV, aber es kommt natürlich drauf an. Also ich meine, wir fühlen uns sehr wohl auf diese Maps. Wir haben keinen, wo wir sagen, wir würden diese Maps gegen keinen, also würden wir nicht spielen gegen jemanden. Ich denke, wir sind sehr gut aufgestellt auf diesen Maps. Ich meine, wir spielen sowieso alle 7 Maps. Und es kommt natürlich immer auf Gegner an, kommt darauf an, wie die Trainingsergebnisse sind, wie man sich generell als Team oder auch als individueller Spieler auf den anderen Maps fühlt. Kann auch sein, dass wir mal eine andere Map picken, so ist nicht. Nur, dass in der Vergangenheit, wir haben dreimal auch letzte Zeit gegen Aurora gespielt, wo sich eigentlich immer relativ gut ergeben hat, dass wir Ancient picken, hatten jetzt irgendwie nicht das Verlangen gehabt, irgendeine andere Map zu picken. Mal gucken. Also, ja. Ist jetzt nicht irgendwie, dass wir nur diese zwei Maps picken können, sondern wir können fast jede Map picken. Ja, gleich war auch nicht die Aussage, sondern eben Fokus darauf, ja. Und Follow-up-Frage, habt ihr in den letzten Monaten etwas Großartiges verändert, in den letzten 2 Monaten? Oder ist es einfach der Erfolg durch die
harte Arbeit und Zeitinvestment und als Team auch zusammenwachsen. Ich weiß nicht, David, haben wir was verändert? Ich denke, es ist einfach harte Arbeit. Also, wir haben immer versucht, so effizient wie möglich zu arbeiten. Also nicht, dass wir jetzt, wir versuchen immer besser zu arbeiten als vorher. Aber im Endeffekt ist es eigentlich harte Arbeit. Und es ist halt das beste Gefühl, wenn sie sich dann halt jetzt so auszahlt einfach. Das ist halt sehr rewarding. Vor allem Ende des Jahres jetzt. Also ich würde noch was hinzufügen. Ich denke, das, was wir verändert haben, sind halt schon so die Meeting-Strukturen auch. Auch das Coaching-Meeting unter anderem. Und ich denke, das hat auch einen großen Einfluss darauf, dass dieser Prozess einfach ein bisschen schneller vorangegangen ist. Ne? Das heißt nicht, dass es nicht auch so geklappt hätte, aber ich glaube, dass das Coaching-Team eine super Arbeit macht, dass sie unheimlich viel Input geben, was ihr aufsaugen könnt, was ihr oft auch annimmt. Und ich denke, dass das einen riesen Einfluss darauf hat, dass dieser Prozess einfach gut ins Laufen gekommen ist und in genau die richtige Richtung geht, die wir brauchten und die sich die Jungs halt auch vorgestellt haben. Ja gut, kurze Zwischenfrage aus dem Twitch-Chat von Mad Max. Welche Map wünscht ihr euch in den aktiven Map-Pool zurück und warum ist es das Two? Gibt es außer das Two noch eine Map, die ihr ja, vielleicht nach dem Major gerne wieder sehen wollen würdet? Cash ist geil. Eigentlich, ja. Also, muss auf jeden Fall das 2 sein, für mich persönlich. Also, letztes Jahr haben wir auch absolut dominiert, als das 2 noch drin war, als ich ins Team gekommen bin. Also haben es auch keine Angst gehabt, gegen egal wen zu picken. Cash habe ich da ein bisschen im Face gegeben, so. Aber so Kobbel und Tuska und so kann, glaube ich, nicht so viel zu sagen, aber ja, das war. Ja, Frage von Fatih an Karim. Wo würdest du auf Cash und Kobbel spielen? Also, ich bin mir sicher, dass du mich auf Kobbel Drop spielen lassen würdest, weil du sie damals gespielt hast. Genauso wie ich auf das 2 lang gespielt habe. Auf Cash. Ich fand Arschieber immer ganz geil. Eli hat Zell schon B reserviert. David, wie sieht's aus bei dir? Cash, Kabel. Ars gut. Kabel. Drop habe ich aber eigentlich auch immer gespielt. Deswegen, ich müsste da überlegen. Drop ist eigentlich immer gute Posi gewesen. Dann kommt Kabel hoffentlich nicht wieder, weil sonst muss einer von euch eine neue Posi lernen. No. Genau. Frage an Krimbo und Prosus. Habt ihr ein Ritual, mit dem ihr euch persönlich auf ein Match einstimmt? David, erzähl mal dein Ritual. Alter. Ein Ritual? Vor Match? Ja, eigentlich spielen wir eigentlich immer so 1v1s vor Match. Also auf so einem 1v1-Server. Dann spielen wir immer so Duelle gegeneinander und ja, das ist eigentlich so das einzige Ritual, was wir groß haben. Und meistens zum Beispiel ich trinke dann halt immer noch einen Espresso. So 30 Minuten vorm Game. Ja, also jetzt nichts groß Spezielles. Du, Karin? Ja. Naja, da ist eigentlich, also bei mir sieht es nicht anders aus. Ich gucke immer, dass ich 2 Stunden spätestens, am besten 3 Stunden davor gegessen habe. Dann gucke ich mich vom Spiel, wie ich mich fühle, vom Sättigungsgefühl her, weil im Spiel den Magen knurren lassen nicht so geil. Dann esse ich meist noch eine Banane oder nicht. Trinke auch eine halbe Stunde vorm Official spätestens mein Espresso. Kommt drauf an, ich trinke halt nur bis 16, 17 Uhr spätestens Koffein. Wenn es Spiel danach ist, dann trinke ich kein Koffein mehr. Das ist immer mein Schlafrhythmus und mein Mind einfach ein bisschen durcheinander gebracht, hatte ich das Gefühl. Und ja, gucke mal, dass ich noch ein bisschen frische Luft vielleicht bekomme vom Game. Sehr gut, sehr gut. Und noch eine weitere Frage an euch beide. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet an Valve, was würdet ihr euch wünschen? Und danach können wir gerne auf Chat-Nachrichten und Fragen eingehen. Was meinst du nochmal? Ich hab's gerade nicht verstanden. Wenn ihr einen Wunsch frei habt an Valve. An Valve, okay. Wer möchte starten? Gerne auch Roman. Roman, ja, Mann. Immer Roman. Ein Wunsch. Was hast du für Wünsche? Komm, Roman, erzähl mal jetzt. Ein Wunsch? An wen? An Valve. Ein Generell?
Okay, dann erzähle ich euch mal was. Ich würde mir wünschen, dass ein 6 zurückkommt. Nein. Nee, Quatsch. Also ich denke, dass Valve macht ja den ersten Schritt, haben sie ja schon gemacht, dass man so ein bisschen wenigstens die Community und die Turnierveranstalter mit einbezieht. Ich denke, es sollte halt viel transparenter werden. Valve sollte mehr auf die Wünsche und Erwartungen der Szene eingehen, ne? Weil ich denke, diesen Input von den professionellen Spielern, den sie bekommen könnten, wenn sie das mal sich anhören würden, wäre halt Gold wert, auch für sie. Aber sie fahren halt doch oft ihr eigenes Ding und das ist manchmal ein bisschen schwierig, denke ich. Also deswegen, CS2 hat ja auch ein bisschen gedauert, bis es gelaufen ist, bis es spielbar gewesen ist. Und das hätte man, glaube ich, alles ein bisschen früher hinbekommen können, wenn man da sich ein bisschen mehr Input holt. Ja, Transparenz wäre geil, ne? Also wenn die mal so einen Twitter-Account hätten oder so, wo die mal schreiben, okay, das ist jetzt Counter-Strike E-Sport und dann sind die da auch mal einfach transparenter, was so die Sachen angeht. Und wie die alles machen und so, das wäre schon cool. So. Ja, gebe ich dir recht, David. Ja. Ich denke auch auf jeden Fall Spielerfeedback ein bisschen spezieller vielleicht halt zu CS2. 128 Tick und dann würde es auf jeden Fall und die Hit Registrations auf jeden Fall würde sich auf jeden Fall das Movement besser anfühlen. Ja, Zack wird auch ganz gut in die Frage von Rolizei. Genau, betrifft euch als Pros wahrscheinlich weniger, aber wie seht ihr den aktuellen Stand zu CS2? Premier Matches voller Cheater, wird nicht mehr gebannt, Content fehlt, noch Spielerzahlen sinken. Wie sehr seid ihr damit in Berührung? Boah, also ich habe letztens ein Premier gespielt und ich hatte direkt einen Cheater. Und das war's dann auch wieder? Ja, also ich habe irgendwie 2 gespielt in den letzten 3 Monaten oder so, aber man spielt halt hauptsächlich nur noch Faceit einfach. Die haben halt einfach so eine große Lücke, was das Anti-Cheat angeht. Ja. Also da muss halt mal was kommen, so. Das kann ja nicht sein. Auf jeden Fall, also Faceit ist seitdem ist ein bisschen mehr Cheater, sag ich mal, im Premier gibt es auf jeden Fall wieder gewachsen. Servertechnisch ändert es sich ja nichts mehr, seitdem CS2 draußen ist. Aber ja, ist leider gerade sehr ekelhaft zu spielen, Premier. Gut, dass es Faceit gibt. Ich habe gerade eine Nachricht von meinem alten Weggefährten Neo gelesen. Ja, siehst du, dann ist doch der Wunsch gar nicht so falsch. Okay, ich werd auch wieder anfangen. Und dann werden wir den jungen Hüpfern mal zeigen, wo es lang geht hier. Ja, das Senior-Team steht ja noch aus, ne? Das war ja noch ein Projekt für 24. Ja, das ist jetzt geheim, Phil. Das darfst du jetzt noch nicht sehen. Senior ist 40 plus oder ab wann machen wir den Cut? Oh, ich würde sagen, so ab 30 ist das okay. Dann kann ich ja schon mitspielen, scheiße. Wir brauchen Fati im Team. Ah, okay. So wie das wir ist der uns, Grund. Nicht unbedingt du, Phil. Bei dem Out of Office, bei der Out of Office Liga erschlichen haben, den einen Titel mit Fati im Team. Echt? Da habe ich nicht mitgespielt. Ja, das sind andere schuld. Frage an Prost und Krimbo. Hattet ihr, glaube ich, bin mir auch selber nicht sicher, 2019 auf der GSH, als Lenz für Big Academy auch schon gescoutet hatte, euch jemals vorstellen können, jetzt in 2023 im Main Team zu spielen? Auch ne, damals der ganze Casting-Prozess, vor allem du, David, hast ja nochmal eine speziellere Story auch gehabt. Wie ist es damals? Wie waren so eure Erwartungen vielleicht auch, als ihr ne, sagen wir am Anfang auch das Academy-Projekt stand? Ganz individuell. Ich kann ja mal anfangen. Bei mir war das ein bisschen anders. Bei mir ist der Kontakt nicht über Lenz gekommen damals. Ich habe auch die bei der Big Academy, die GSH gespielt, sondern immer in Mixteams gegen die Big Academy, da ich damals noch bei Plenty gespielt habe. Bei mir ist der Kontakt so zustande gekommen, dass ich damals 2017 glaube ich, Kontakt mit Denzel hatte und Denzel ja auch sehr gut mit Jaros befreundet war und ich ja auch sehr viel German Pro League damals noch gespielt habe, jetzt Go Big League. Und so dann ein bisschen mehr in den Fokus, sag ich mal, gerutscht bin, mehr die deutsche Liga hochgespielt, Zweiter gewesen oder auch mal gewonnen, ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Und zu dem Zeitpunkt war es natürlich alles ein bisschen weit hergeholt, würde ich sagen. Du spielst halt ab und zu mit Kito, damals noch bei Attex und Tabs in German Pro League, war auf jeden Fall schon so
sehr aufgeregt, als ich damals gespielt habe, aber so, dass auf jeden Fall, du gehst noch zur Schule, welche Klasse war ich da? 9. Klasse oder so, 8. Klasse. Und sag ich mal, hast natürlich auch deine Eltern, so, die sozusagen zu der Zeit noch gar nicht wirklich wussten, was E-Sports ist. Den du das erklären musstest, die mich aber natürlich sehr gut dabei unterstützt hatten. So auf jeden, am Anfang habe ich jetzt nicht gesagt, ey, ich will auf jeden Fall Profispieler werden. Als ich mich dann immer weiter hochgespielt habe und so, dann irgendwann so, als mir übertrieben Bock gemacht, ich wollte immer besser werden und dann hatte ich so das Ziel vor Augen. Ja. Bei mir war auch so nicht mich gleich, aber ein bisschen ähnlich. Ich habe auch immer, wo ich dann 15 war, hatte ich dann auch immer German Pro League damals gespielt. Von da kenne ich Karim auch noch. Also ich glaube, da hatten wir einmal zusammengespielt. Das war sogar noch in der zweiten Division. Aber nee, wir haben halt, also ich habe halt German Pro League gespielt. Ich habe mich dann dafür qualifiziert. Ist ja so wie die heutige Go Big League auf Faceit, und da habe ich mich quasi hochgespielt in die erste Division, und da wurde ich dann halt ganz gut so. Ich habe ein bisschen aufmerksam auf mich gemacht, vor allen Dingen, weil da auch immer Leute gestreamt haben und so. Ja, und dadurch, ich habe auch nie so mit der Intention gespielt, okay, ich spiele German Pro League und ich werde jetzt auf jeden Fall Pro in dem Game. Es hat mir einfach nur, es macht ja, hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, immer nach der Schule dann einfach zu spielen. Und einfach auch competitive zu spielen. Und das hat sich dann einfach alles dann auch so ergeben über die Zeit dann. Gut, Dankeschön. Six, für die spezifischen Fragen zur Go Big League, ist ja der Blizzard heute nicht da, deswegen ich persönlich kann den leider nicht beantworten, aber er ist auf jeden Fall dran und kannst du gerne so kontaktieren. Ist auch auf Twitter, We Business. Genau. Eine Frage von TemCSGO. Wie kompensiert man den Altersvorsprung anderer Länder? Mein Sohn hat im Ausland CS/E-Sport auf dem Stundenplan, während er hier nicht mal auf ein LAN-Event als Zuschauer darf. Vielleicht holt man eine Einschätzung von dir. Ich glaube, das Thema hatten wir Muss auch ich schon mal, ne? ehrlich, Ja. ja, hatten wir schon öfter. Also Die alte Leier. es ist einfach schwierig, ne? Also wir haben in Deutschland, muss man ehrlicherweise sagen, einen Wettbewerbsnachteil dadurch, ne? Also ich denke, dass dieses Umdenken immer noch nicht stattgefunden hat. Also es gibt natürlich eine FSK und an die sollte man sich auch halten, aber dass jetzt Events, also wenn das begleitet ist durch die Eltern und im Rahmen ist, was nachvollziehbar ist und was auch völlig in Ordnung ist, denke ich, ist das auf jeden Fall ein Weg, den wir halt auch einschlagen müssen. Ne? Aber bei uns ist die Politik gegenüber der ganzen E-Sport-Szene, also das ist wirklich ein Punkt, wo ich mich immer wieder erschrecke. Ich denke, wir sind immer noch fast an dem gleichen Teil. Hört man mich? Ja, es ist sogar jemand gejoint. Okay. Wie fast damals, als ich noch gespielt habe. Also, das ist kein Riesenunterschied. Ne? Das wird immer alles noch sehr kritisch gesehen. Ich denke, jetzt fängt gerade so ein Umschwung an, dass auch viele Politiker sich für die E-Sport-Szene interessieren und viele aus meiner Generation damals wirklich halt auch Positionen haben, wo sie ein bisschen was verändern können. Aber wenn man das realistisch einschätzt, denke ich immer noch, dass es einige Jahre dauert, wahrscheinlich noch ein, zwei Jahrzehnte, bis es da ist, wo es sein sollte. Und andere Länder haben uns da einfach unheimlich viel voraus. Wenn du den skandinavischen Raum dir anguckst, oder auch in Asien, da war das damals schon so, oder auch jetzt Frankreich. Also ich bin immer wieder überrascht, dass wir noch nicht dort sind, wo diese Länder schon lange sind, ne? Und wir sind als Industrieland und als Vorreiter in solchen, sollten wir eigentlich in solchen Themen sein, sind wir da auf jeden Fall, laufen wir dem ganzen Thema weit hinterher. Gut. Ich suche gerade noch weitere Fragen raus. Ihr könnt auch gerne weitere im Chat stellen. Eine Frage nochmal von Temp, war schon ein bisschen vorher. Wie lange war Mantu geplant? Der war ja schon in Köln 22 bei der Party. Jetzt überlege ich, ob er das Zufall war. Also, wahrscheinlich Köln hat 22. das ihn 23 war der überlegt. da. 22 war der nicht da.
Doch, der war tatsächlich 22 da. Aber das war eher ein Zufall, weil Karim hatte schon erzählt, er ist mit Dustin gut befreundet. Ja. Und ah, echt? Okay, hat das privat nicht besucht. Der wollte, gar nicht gesehen. Wie alle sich auf die Liste sneaken. Und dann hat Dustin gesagt, ich bin plus eins. Also ja, nee, ja. War damals noch kein Gedanke. Nein, also es war... Vielleicht hat er sich da schon in die Herzen von Big gespielt. Gespielt. Hat war alles geplant. Sehr gut. Ganz kurz Update, genau, zu Big Chroma können wir derzeit noch kein Update bringen, werden wir uns aber zeitnah melden, sobald wir da was verkünden können. Nur kurz dazu, ich scrolle sonst einmal durch. Wenn Fatih noch hier ist, Gob, kannst du gerne eine Frage stellen. Gob. Wann bekommen wir eigentlich die erste Pressekonferenz mit Sinn? Elias. Wann immer ihr wollt. Ja, also Chat. Ich scroll mal ruhig. Stark, David, Support. Hier oben war nochmal eine Frage, warum wir das Gamers Devoted Turnier nicht spielen. Ich würde es relativ knapp machen. Wir hätten ja eigentlich heute ist Dienstag, heute und gestern dort mitgespielt. Aus verschiedenen Gründen, aber es war halt alles nicht so transparent, wie wir uns das vorgestellt haben. Und der Veranstalter hat ja noch ein bisschen probiert, da irgendwie was hinzubekommen, aber das war halt alles nicht wirklich nachvollziehbar für uns. Und dann haben wir halt relativ frühzeitig gesagt, dass wir an dem Event nicht mitspielen werden. Gut. Eine Frage noch von Albi. Inwieweit ist Big involviert in eine neue Liga, Dach-CS oder im Dach-CS-Bereich neu aufzubauen, Richtung ESLM, ja, etwas Ähnliches aufzubauen? Vielleicht generell, Roman, ein kurzes Statement zu ESM im Allgemeinen und wie es dann auch, ne, auch für das Big Academy Team weitergehen kann. Also die ESL-Meisterschaft war und ist ein wichtiger Bestandteil der deutschen Szene oder der Dachregion und ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass wir das hinkriegen, dass das ganze Produkt, unter welcher Flagge auch immer, weiterlaufen muss. Ich habe da auch schon zig Gespräche mit allen möglichen Veranstaltern in der Vergangenheit gehabt. Es ist leider nicht ganz so einfach, weil das auch nicht nur ein logistischer Aufwand ist, auch ein finanzieller Aufwand, der dahinter steckt, weil die Leute, die das dann machen müssen, auch bezahlt werden. Und momentan gibt es Konzepte, die interessant sind. Es gibt auch Konzepte, die umsetzbar sind. Man muss halt bloß gucken, ob das dann halt wirklich so weit geht, dass man sagen kann, das ist jetzt die neue deutsche Meisterschaft. Ich glaube, da müsste man sich nochmal inhaltlich auseinandersetzen. Aber es gibt viele Jungs, die da sehr mit viel Motivation und Herzblut rangehen und probieren, was auf die Beine zu stellen. Und ich hoffe, dass wir zeitnah etwas erfahren, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Also wir sind auch in diese Gespräche involviert, aber wir sind halt eher involviert aus der Teamsicht, dass wir halt schauen, was können wir da, wie können wir unterstützen, können wir unseren Teil dazu beitragen und ja, das ist unser Part des Ganzen. Ne? Wir sind halt kein Liga-Organisator, Stand jetzt und von daher nehmen wir erstmal diesen Part ein, aber probieren auf jeden Fall das ganze Thema weiter zu pushen und da auch eine Lösung zu finden. Weil aus unserer Sicht ist das halt ein ganz, ganz wichtiger Part, dass die deutsche Szene halt sich weiterentwickeln kann und wir tragen da auch eine Verantwortung gegenüber der Szene. Exakt. Von Röhrig aus dem Twitch-Chat, AWP, wie sieht's aus? David, Karim, was denkt ihr? Nicht mehr so gut. Gutes Statement. Ist noch sehr gut, aber... Ist noch sehr gut, aber nicht so gut. Aber ist noch sehr gut. Nee. Nicht mehr so schwer. Man kann sehr viel gegen die Straven, gegen die AWPs. Denkst immer noch sehr gut, die AWP. Man muss halt... White Straven ist halt sehr OP geworden, sag ich mal. Aber sonst ist halt immer noch... Also... Ich meine, wenn man so überlegt, die AWP hatte damals 10 Schuss und jetzt 5 und man Go sagt man immer noch, die ist halt sehr OP. Ich denke immer noch, dass sie, wenn man weiß, wie man damit gut umgeht, vor allem auch im MR12-System, dass man sie vielleicht nicht so oft kaufen kann, dass sie halt immer noch sehr OP ist. Sehr gut, danke.
Schön. Was haben wir denn hier noch? Was wäre das Peinlichste oder Witzigste, was in eurem Training mal passiert ist? Gibt es etwas, was ihr liegen dürft, was keine Persönlichkeitsrechte verletzt? Keine Ahnung, Alter. Vielleicht, dass einer mal irgendwie einen kneifen wollte, daneben geneift hat oder so, aber war auch war peinlich und witzig gleichzeitig so, aber... Nicht, nothing crazy. Keine Ahnung, nee. Genau. Und eine Frage noch von MNT94. Wird während der Matches ausschließlich Englisch gesprochen oder Deutsch gesprochen? Falls beides, wie teilt sich das auf? Vielleicht auch situationsbedingt. Ich glaube, das hat man schon mal kurz angedeutet. Ich würde sagen, es ist so 90-10, 95-5. Manchmal gibt es Sachen, die in, sag ich mal, in the heat of the game du einfach nicht jetzt rausbekommst, sagst du es ja oft auf Deutsch, sagen wir mal so. Mhm. Vielleicht auch, sag ich mal, wenn Jarosch und ich jetzt einen Klatsch spielen zum Beispiel, dass wir auch da mal vielleicht manchmal Deutsch reden, deswegen diese 5%, aber sonst reden wir nur Englisch und ich denke, es war auf jeden Fall auch für mich und ich denke auch für David und die anderen keine große Umstellung, vor allem wenn man FPL spielt, wenn man mit anderen internationalen Mates spielt, man spielt Faceit sowieso mit auch manchmal mit Randoms und dann ist es auf jeden Fall gar kein Problem gewesen. Es hat Ich hab's wirklich, ich hab, hat sich nicht mal so und nicht mal gemerkt. Wie siehst du es, David? Deine Einschätzung so zur Sprache? Also, ich hatte auch schon mal Int gespielt, eine Zeit lang. Wie Karin schon sagte, man spielt halt einfach, man redet halt auch Englisch, wenn man jetzt Faceit spielt oder FPL oder so. Deswegen auch Counter-Strike Englisch ist immer deutlich einfacher, als wenn du jetzt normal wirklich jetzt sehr gutes Englisch sprechen musst. Aber ich denke, jeder in dem Team. Spricht gutes Englisch, deswegen ist das kein Problem. Cool, cool. Eine Frage noch von Pegasus. Wir haben die kurze Playback eben angesprochen. Ja, wie geht ihr beide damit um? Sind ja, wenn ich mal auf unseren Kalender schaue, Roman, kannst du mich gerne korrigieren, wie viele Tage Pause spielfrei? Ja, wenn du es hochrechnest, vielleicht 12 oder sowas. Ja. Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf. Also, es ja, also um das mal vorwegzunehmen, ist wirklich schwierig und ich denke, das ist auch schlecht strukturiert von den ganzen Turnierveranstaltern und auch von Valve. Das ist wieder dieses Thema, dass man sich gemeinsam eigentlich absprechen müsste. Man kann halt auch nicht, weil die Turniere fangen ja, ich meine, die Open Qualifier fangen am 8. an. Die Player Break endet, glaube ich, offiziell am 5. oder 6., aber es kann ja keiner erst am 7. anfangen zu spielen, wenn am 8. der Open Qualifier anfängt. Ne? Also wir haben natürlich jetzt das, uns erspielen können, dass wir im Close Qualifier anfangen, aber die Zeit bis zum Close Qualifier ist halt auch nicht so hoch. Ne? Das, von daher, die Winterpause ist viel zu gering aus meiner Sicht und die Summer Break wird auch, du spielst fast bis zum letzten Tag und dann am Ende der offiziellen Pause fängt schon das nächste Turnier an und ich denke, das ist absolut falsch und schlecht. Ich denke, die Jungs brauchen mehr Erholung und brauchen auch eine längere Player-Break. Ist aber einfach, also auch für mich jetzt, ist einfach nicht machbar und das wissen die Jungs auch, dass wir da alles probieren, aber ja, es ist auf jeden Fall ein großes Problem und ich denke, man müsste sich da mal zusammensetzen mit allen Beteiligten und schauen, dass man das halt ändert. Weil die Belastung wird höher, ne? Und die Belastung ist sowieso schon über das ganze Jahr hoch. Das Pensum ist enorm. Und der Ausgleich in Form von einer längeren Pause ist einfach unheimlich wichtig. Ja. Ja. Genau, das simple Argument, ja, spielt halt weniger Turniere. Es funktioniert halt nicht in dem Ökosystem. Ja, wenn wir Major Qualifier haben, die basierend auf Preisgeld sind, dann kannst du nicht sagen, okay, es gibt mal eben das, sag mal, ne, 200.000 Online-Turnier. Hm. Und spielst einfach nicht. Und korrigiere mich, Roman, aber es liegt ja auch so ne, nach der Playback relativ zeitnah dann noch IM Cologne, richtig? Immer erst August. Die Blast-Turniere, ne? Immer erst die Blast-Groups und dann immer die IEMs, auch noch mit die zwei größten Turniere immer direkt nach den Player-Breaks. Zwischendurch jetzt noch das die Close-Qualifier fürs Major. Ja. Mal gucken, wie es denn nach der Sommerpause weitergeht. Nee, ich meinte nämlich Sommerpause, weil ich glaube, IEM Cologne ist angesetzt für Mitte August und danach direkt Gamescom. Genau.
Dann haben wir von Legia noch ein paar Liebesbekundungen Richtung Roman. Nini Javi, was Nini. geht? Und einmal Fährt Jansen rot. mit der Frage, welches Team hat den besten Wechsel gemacht in den letzten Wochen? Ja, wir hatten ein paar Wechsel. Ist mal eine Ich coole denke Frage. Spirit. Kurz nochmal für die, unter anderem mich, abholen. Wen haben sie reingeholt, rausgeworfen? Die Boah. haben Giroud geholt für Arthros. Arthros ist auch sehr gut, aber ist halt nochmal ein Unterschied, wenn man einen Giroud hat. Deswegen, also ich denke, Spirit hat einen extrem guten Wechsel gemacht. Angeblich auch für eine Menge Geld. Ja. Sehr viel. Denke, was. Also es gibt auf dem Papier gute Wechsel. Ich kenne jetzt kein einziges Team. Aber so auf dem Papier hat Astralis einen guten Wechsel gemacht. Ich denke, bei Vitality war es eigentlich okay. So, also ich denke, generell dieser Vierer-Core ohne den Fünften ist halt extrem strong. Dazu, dass Messi jetzt auch nicht schlecht spielt, ist auf jeden Fall gut. Und ich habe das, also Falcons auf jeden Fall hat sich auch nochmal sehr gut gerettet. Ja. Zu der Zeit, wo Nico abgesagt hat und sag ich mal, dass jetzt den alten Endscore mäßig haben, dadurch auch die Punkte bekommen haben und auch viele Direkt-Invites bekommen, denke ich, dass sowas fürs, vor allem fürs Ranking angeht und vor allem dafür, dass es eigentlich das alte Endcenter plus Magisk und Boros ist, auf jeden Fall vielleicht die sein. Ja, ich sag Falcons auf jeden Fall. Also ich finde generell, die meisten Teams haben keine guten Wechsel gemacht, außer Falcons und Liquid hat, denke ich, ganz gute Wechsel gemacht. Also ich Stimmt, glaube, Liquid ist ja auch. Liquid ist wahrscheinlich das Team, was am sinnvollsten oder von der Perspektive her am besten gewechselt hat. Ja. So, und Falcons hat einen guten Move gemacht, ne? Also ich denke, die beiden Teams haben mit Köpfchen gewechselt und die anderen halt leider Gottes oft auch aus der Not heraus, weil sie es einfach mussten. Und dann, ja, ich denke, da ist kein, so auf den ersten Blick, kein richtig guter Wechsel dabei, außer bei Liquid und Falcons. Gut, und natürlich, Shiro ist halt ein No-Brainer, ne? Aber ich halte Arthros zum Beispiel für Sag ein jetzt nicht für super, besser. nee, nicht für besser, natürlich nicht, aber Für größer. er ist halt ein super talentierter Spieler, ne? Der 20 Jahre jung ist Ja, und safe. in der Situation so einen Wechsel zu machen, macht man für Shiro. Macht man aber sonst für wahrscheinlich für gar keinen anderen, ne? No, safe. Ja. Starkes Statement, Roman. Hey Nico, bist du in Singapur gerade? Oder bist du in Deutschland? Suche dir mal weitere Fragen aus. Nico macht bald ein Velo-Team bei Big. Das haben wir Ja, alle schon besprochen. das kommt Ja, dann Mann. schon Ich auf will jeden auch Fall. Velo dann. Wenn Nico kommt, dann komme ich auch. Pegasus fragt Gob nochmal. wird mein Ding, Alter. Gob wird mein Sova. Wir zocken jetzt fett Dota. Mit Jarosch und Fatih. Geil, Mann. Boah, ich hab so keinen Bock. Wenn ich Dota nur sehe, dann klick, klick. Ich kann dieses Item kaufen. Ich drück das. Es ist geistkrank. Immer noch ein gutes Spiel. Sova Eins der B immer noch besten. sehr gefrischet. Pegasus fragt, ob Falcons diese Erwartung hatte mit dem Team. Ich glaube, Falcons hat sehr, sehr viele Optionen sich oder beziehungsweise viele Wege gegangen und probiert, viele Spieler zu überzeugen. Und ist dann halt schnell dazu gekommen, dass es halt nicht so einfach ist, einfach die Topstars aller Spieler halt sich zu holen. Das ist einfach nicht möglich. Und ich glaube, die Leute bei Falcons, die das sagen haben, ich kenne den einen oder anderen, die sind das sehr gut angegangen, haben den Markt sondiert und haben letztendlich sich für eine realistische und gute Variante entschieden und sind nicht den Träumen hinterhergejagt, die sie vielleicht am Anfang hatten. Und von daher haben die einen guten Job gemacht und ich denke, das ist ein sehr guter Mittelweg. Ähnlich haben sie es auch erwartet, bloß am Anfang natürlich mit anderen Wünschen rangegangen, ne? Also, es weiß ja jeder, dass sie Nico haben wollten. Shiro war sicherlich auch mal im Gespräch. Das waren halt viele im Gespräch bei denen. Definitiv. Gerne die letzten Fragen mal reinposten. Wir würden dann gleich nochmal abarbeiten. Klingt jetzt ein bisschen doof, aber genau, vorne mal eingehen.
Genau. Brisante Fragen und Antworten. Komm, kannst du gerne brisante Fragen liefern, dann liefern wir brisante Antworten. Brauchen ein Gerne mal bisschen Spice. Ey, Spice Nico, von du musst Gob mit. Oh, halt. der Don ist da, Alter. Don? Don. Müsst ihr euch Don? benehmen. Genau, und Don, Michele, wenn hau du auch mal noch so eine Fragen hast. knackige Frage raus, Alter. Die musst du richtig knallen. Ist gerade so ein bisschen Friedhof bei So uns. eine Giftfrage. Muss mal so, die, genau. Die muss dirty sein auch. Oder Nico. Oder Fatih. Alle anderen natürlich auch. Wir sind so unfassbar smart. Ich weiß nicht, Alter. Ich glaube. Smarter Typ halt. Er kommt aus Hildesheim, Alter. Da werden nur Diamanten geboren, halt. Nee, den schlechtesten Wasserwurf, das macht man nicht. Warum ist Hype nicht Main Team ready? Ne, die ist nicht so giftig. Also Mantu ist halt einfach. Spielt halt überragend im Moment. Kann man nicht mehr zu sagen. Aber Matze ist jemand, der für viele Main Teams ready ist. Das würde ich nicht Das bestreiten, ja. muss halt Fake. immer die Zeit halt passen und die Leistung dementsprechend von ihm und in dem Team sein, wo er halt ganz konkret in Frage kommt, ne? Nominat wäre es viel zu einfach. Safe Max. Wie hoch ist die Ablöse? Oh, die ist Unbezahlbar, sehr mein hoch, Freund. Alter. Ich glaube, die könntest nur du bezahlen, Alter. Ist ungefähr so wie deine Michele. Ey, ihr wisst Michele gar kommt mit nicht, ne? giftigen Ihr wisst Fragen, er gar nicht, was pusht für, wie viel Scheine Mikela hat, Leute. dich gerade. Der Mann, man nennt ihn auch den Paten von Deutschland, Alter. Ihr habt The Godfather gesehen vielleicht, aber ihr wisst gar nicht, dass der Film über ihn gedreht wurde. Sehr gut, jetzt gucke ich mal, was hier noch für richtige Fragen durchkommen. Du bist vom, was hat Vati geschrieben? Academy-Team gekommen. Wie hoch war dein IGIQ im Gegensatz zu jetzt? Jetzt musst du noch aufklären, was IGIQ bedeutet. Uns wissen, In-game IQ. genau. Ja. In-game Intelligenz Quotient David Stark. Hesse. Aber was meint er mit AC-Team? Anti-Cheat-Team? Nein, Ah, Academy. Academy. Ah, ich bin Also lost. der IQ-Wert Der ohne IOL-EQ In-game ist. vielleicht nicht so Nein, hoch nein. gerade halt. Nee. Deutlich niedriger. Was mit Immer jetzt noch nur, deutlich also stark, niedriger? Alter. Sowas brauchen wir hier, Alter. Ich schwöre. Das sind ist gefährlich. Über Josef hat mal gequatscht vorhin, da könnt ihr gerne immer ins Watt Ah, schauen. immer noch null, also okay, halt. Ja, da wird direkt Ich reingechattet, die stress Tastatur kein wird Ding. rangezogen. Da wird sich auch richtig aufgesetzt. Das Anti-Cheat-Team halt. Gibt's denn noch hier? Alter, ich werde getimeoutet vom Nightbot. Roman hat vorhin gesagt, dass Karim in naher Zukunft, quote unquote, eine größere Rolle einnehmen soll. In welchem Zeitraum bewegen wir uns da? Karim, ja, das kann man nicht so sagen. Karim hat ja schon eine Riesenrolle im Team und ich denke, Karim ist jemand, der. Ja, sag mal, soll ich zu dir reden, Karim? Karim, du bist Nee, auf jeden Fall. nicht zu mir, bitte Schau nicht nicht zu zu mir, mir. schau nach Ich muss. oben. Nein, im Endeffekt Ich sind das gehe, immer die okay? Ich höre gleichen nicht zu. Aussagen, Ich ne? bin nicht da. Sehr Ich höre gut. nicht zu. Karim ist jemand, der unheimlich weit für sein Alter ist schon in CS und er hat sehr viel Potenzial in jeglichen Rollen und wird einfach in kommender Zeit halt ganz klar die deutsche Szene und halt auch Big halt prägen, ne? Ich meine, das sind immer die gleichen Aussagen. Man kann darüber, ich habe es ja eigentlich schon ausführlich auch in den Statement erwähnt. Ein bisschen komisch, wenn er jetzt hier bei uns sitzt. Irgendwie fühle ich mich da merkwürdig, wenn ich über ihn Ich glaube, spreche. er hat das Video auch gesehen und deine Worte Ja, gehört. ich glaube auch. Hoffentlich. Gut, ich glaube, da belassen wir es jetzt einfach mal. Ja, wann kommt Wieder da. Pro Sus Merch? Ja, gute Frage, Roman. Der Was für Don ein rettet Merch? gerade die Party, Wir Alter. brauchen Sus Merch, Schreibt wir brauchen Pro Sus Merch. Prosos Merch? Auch nicht schlecht. Wir überlegen. Dann müssen wir uns mal überlegen, David, was wir so für dich machen können. Ja, Hast du bestimmt eine irgendwas Idee? Gutes. Hast du eine Idee? So ein Item, was, also jetzt nicht, ne, nicht Shirt-Hoodie-mäßig, sondern irgendein Item, was man gut. Boah. Ich habe zurzeit wirklich keine Idee, Leute. Tut mir Okay, leid. vielleicht hat Twitch halt eine Idee. Pro Guck mal, Bus-Merch, ja. Michele hat sehr interessante Fragen. Michele, jetzt ist gut, ja? Bring uns hier nicht in unangenehme Situationen. Das Recht, wenn ihr eine gute Idee liefert im Twitch-Chat, wird abgetreten. An uns, Aber ich natürlich. hätte noch ein bisschen Spice, Alter. Genau. Wann kommen Nummern auf die Jerseys? Gute Frage. Ja, Ich welche Nummer würdest du tatsächlich. haben, David?
Nummer? Welche Nummer würdet ihr tragen? Boah. David ist so soll ich mal? Soll... David ist Nein, auf gar keinen Fall, der ist eine 9. David ist eine 9? Ich würde safe 69 wahrscheinlich nehmen, oder 7. Ist zu kindisch. No. Nee, er hat eine Warum 9. kindisch? 69 ist das Geburtsjahr meiner Mutter. Okay. Oh, okay, jetzt hab ich okay. dich. Auch irgendwelche Fragen? Ich weiß nicht, an welche 69 du gedacht hast, aber da in Köln geht's vielleicht ein bisschen anders ab gerade. Ja, ja. Welche Nummer würdet ihr nehmen? Also, du 69? Oder 66 von meinem Vater. Ich weiß es nicht. Ah, 21. 21, auch starke Nummer. Roman, wenn du dir noch eine Nummer aussuchen dürftest. 10. 10, okay. Oder 7 für Ronaldo, Alter, auch gut. Ich habe bei Ronaldo tatsächlich zuerst an Bastian Schweinsteiger gedacht, aber das könnte ein Generationsding sein. Bei der 7? Ja. Okay. Und Ronaldo leider nicht so gut auch. Wer gewinnt okay. den Arm drücken? Dem ich würde Teamster. Dick verlieren. Ich habe. Warte. Ich habe nicht so starke Arme. Ich würde selbst wahrscheinlich auch gegen Eli verlieren. Also nichts gegen Eli natürlich. Aber Eli ist ja jetzt, sag ich mal, nicht der breitgebauteste von uns. Aber ich bin so kacke im Armdrücken, Alter. Das ist insane. Dafür ich würde wahrscheinlich gegen meinen Bruder verlieren. Auch ich bin richtig kacke. David ist da eher schon brachialer gebaut, muss ich sagen. Alter. So wie er da gerade hockt, Alter. Genieß ihn mal ein bisschen, Leute. Screenshot. Gut. Haben wir noch coole Fragen? Michele, hast du noch einen zum Raushauen? Keine Power im Arm für Gefühl. Safe, Alter. Du bist mein Mann, Schlitzohr. Du bist der Mann. Summen und Angebote werden dir nicht erwähnt, Michele. Das war zu spicy. Unterlegt Millionen, Michele, Millionen. Fast Millionen. Milliarden fast sogar schon. Fast, ja. Wie gesagt, der Einzige, den er mich kaufen könnte, bist du, Michele. Mr. Reich. Aber wenn du nicht willst, dann tut es mir sehr leid halt. Frozen by Face ist auch ein guter Ersatz für Twist. Also ich denke, das ist auch, haben sie gut kompensiert. Sehr gut. Wieso war Krimbo nicht in Hannover? Sorry. Nee, kannst du ruhig sagen. Wieso war Krimbo nicht in Hannover? Nimmt er die Schuld auf sich, weil Big Academy verloren hat? Zack, ja. Also ich muss sagen, ich wollte einmal ausschlafen. Ich war die letzte, ich glaube, ich war noch nie nicht bei einer ESL-Meisterschaft. Ich wollte es ein bisschen von zu Hause genießen. Ich habe es dann auch per Stream auch dann verfolgt. Ich war mal kurz bei Red im Stream. Bei Michele war ich auch, glaube ich. Hab einmal kurz reingeschrieben. Aber Michele hat ja mit seinem Mate gecastet. Deswegen wollte ich ja nicht viel stören. Hab ein bisschen mit Red im TS gechillt, das Game geguckt. Aber am Ende ist man sich ein bisschen kacke gefühlt, safe. Aber also, gehört die sind ja auch nicht bei jedem unserer Spieler, ne? Also es ist halt so, wie es ist. Wenn noch eine Frage von Webster Richtung LOL, könnt ihr gerne auch Fragen stellen. Also auch unser Public Team, wir waren ja, für die es nicht ganz verfolgt haben oder nicht so verfolgt haben, beim Red Bull League of Its Own Event hier in Berlin im Velodrom vor 7000 Leuten, haben da natürlich unser Derby gewonnen und durften danach gegen T1, das beste Team der Welt, ran. Selbstverständlich Derby. Selbstverständlich. Und war für die Spieler ja, einmalig, also absolut krass. Sie hatten noch eine coole Afterparty, die wir gemeinsam mit Red Bull und auch der Bayerischen veranstaltet haben. Danach in einem sehr interessanten Club, aber war sehr cool. Und genau, und freuen uns natürlich umso mehr auf die nächste Overtime-Party in Köln. Echt so, Max, warum warst denn du nicht da? Hä? Mhm. Max. Er ist meine Schuld. Ich nehme die Schuld auf mich, ist okay. Gut. 4-3 auf die 1, safe. First-Time-Chatter. Schlag. Max Value aus seiner Chat-Nachricht gezogen. Gibt es denn noch, sag mal, abgesehen ne, von Major und IM Cologne und Co., irgendwelche Events, auf die ihr euch in 24 noch freut? Ich würde sehr gerne wieder nach Amerika. Mhm. Wieder. Dallas fand ich übercool. Und die David gerade meint halt, so mal nach Saudi-Arabien, beziehungsweise halt einfach nach
in die Arabischen Emiraten da in dem Bereich. Ist halt auch sehr interessant, wie das alles gewachsen ist und was sie auch jetzt da investieren. Ist auch, sieht übertrieben krass aus alles, aber also Amerika und das auf jeden Fall. Okay, cool. Ich würde noch mal gern nach Bali. Ach stimmt, da hattet ihr das Academy-Turnier, ne? Ja, Ja. das war ziemlich Das war kein Academy-Turnier, das war die Weltmeisterschaft, Phil. Das war Entschuldigung. die Weltmeisterschaft. Wir haben für Team Deutschland gespielt. Wir haben fürs Vaterland gespielt. Wir haben fürs Vaterland Blut, Intern. Schweiß und Tränen vergossen, ja. Sind leider Mit im langer Hose bei Halbfinale. 35 Grad haben wir Ja. gespielt bei euch. Weil wir noch keine Big Shots hatten. So. Bei uns war immer das Event unter Codename Urlaub Academy Team gelistet. Wir haben leider Okay, nicht gewonnen, Alter. Domsel. Was ist das denn? Urlaub erkennen? Okay, Alter. Das merkt man sich, Alter. Wenn du ein paar Videos schneidest und von zu Ja. Hause machst, Alter, dann Urlaub fällt zu Hause, Alter. Das Genau. ist überdreist. David, Ja. Max sagt, du musst mal jetzt hier einen Dance-Move zünden. Auf keinen Fall. Komm, Perfekt. zünd mal jetzt einen Dance-Move, David. Nein, no Gut, pressure. David. Der Hier wird Stream ist nicht so gut getanzt. bisher. Ja. Den wollen wir Gib nicht mal einen kaputt machen, Greedy, alles. Alter. Wie geht der? So? Okay, damit sind wir auch offline. Okay, das ignorieren wir jetzt alle. Sehr gut. Wenn ihr keine weiteren Fragen habt oder Kritik an Karims Tanzstil, dann ja, habt ihr noch abschließende Worte? Jemand noch etwas richten möchte in die ja, Ferienzeit, Neujahr, Wünsche an die Community? Gerne jetzt. Wie gesagt, also zu deiner Frage hier nochmal, wir haben Englisch gar kein Problem. Spielen viel FPL, spielen viel Faceit. Hat gar keinen Unterschied gemacht. Warum ist die Matratze leicht? Okay, ich glaube, wir sollten langsam. Nee. Die Frage, die kann Ja. keiner beantworten. Die kann keiner beantworten. Okay, gibt es noch was, was ihr ja euch oder Community wünscht fürs kommende Jahr? Dann gerne jetzt. Bleibt alle gesund. Verbringt die Zeit mit euren Liebsten und eurer Family. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Ihr noch was? Okay, nur Moves. Nee, Keine nur Worte. Moves. Perfekt. Dann genau, bleibt mir auch nichts anderes. Ja, schöne Ferienzeit euch. Guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns im Stream bei Mikele, bei sonst wem, bei Turnierveranstaltern. 8. Januar. Ne, wir müssen gar nicht Open spielen, oder? Wann starten wir? Erstes Turnier irgendwann? Am Erster 18. Spieltag. den Close Qualifier. 18. Januar. Wunderbar. Dann lass mich lieber nochmal gucken, nicht, dass ich mich Fake um einen News. Tag verguckt habe. Doch, 18. Gegen. Es steht noch nicht Ach fest. so, ist ja noch Still. Open Kommen ja Qualifier. noch Ja. Leute Dauert aus dem noch. Open noch. Ah, Es dauert noch. okay. Aber die Gruppen stehen ja schon fest, aber kommen Genau, halt aber noch die Leute. Gegner noch, die 8 Ach, vom Open. twitch.tv/sonix.xcs. Immer eine sehr gute Innei Ja, halt. kann Nicht man sehr selber am genießen Spielen, halt. wenn wir spielen, aber da links im Bildschirm gibt es, glaube ich, immer so ein kleines Fenster, was man sehr genießen kann, Alter, mit sexuellem Bartwuchs und guten Dog Dog, auch im Hintergrund. ja. Der Also auch Weltmeister. zweiter Dog in der Cam halt. Stark. Und natürlich auf Krimbo CSGO. Weiß nicht, ob du den Streamer anhauen willst in den nächsten Wochen. Ich hab letzte Zeit viel gestreamt. Ich Ja. habe den Crypto Clash gestreamt und dann habe ich habe Horrorspiele gespielt, aber die waren so kacke, Alter. Da habe ich Kannst ja mal direkt. fragen, welches ist ein gutes Horrorspiel? Ja, habe ich schon. Mir wurde schon jedes genannt. Ich habe auch die Community hat darunter geschrieben direkt, aber Alles schlecht. es war Alles zu schlecht. kompliziert. Also Multiplayer gibt's gerade nur eins, aber das war ein bisschen zu kompliziert und andere hatten schlechtes Internet. Und dann. Ja, safe. Es war übergeil mit Sensei. Genau, folgt mal beiden rein. Gibt auf jeden Fall ein Ja, bisschen Mann, Content Kuss. auf die Ohren, auf die Augen in den kommenden Tagen und Wochen. Und ja, danke euch drei. Danke euch im Chat. Danke Twitter. Danke Instagram. Danke auch an OneHP, The Hots für die Fragen. Und wie immer, das VOD findet ihr auf YouTube. Und euch noch eine schöne Woche und einen guten Rutsch. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.